Herzlich willkommen hier aus Unterföhring, der Heimat von meinbowlingshop.de, zu einer neuen Ausgabe unserer Ball Reviews. Heute haben wir für euch den Brunswick Attitude Control, gespielt von unserem E-Max-Staffer Zeno Jansen. Vorher gibt es noch ein bisschen Werbung von uns, aber dauert nicht lange. Ich wünsche euch viel Spaß beim Review. Bis dahin. In unserem Online-Shop www.meinbowlingshop.de findet ihr alles rund um das Thema Bowling. Egal ob Bälle, Schuhe, Taschen oder Zubehör, hier werdet ihr immer fündig. Auch unsere wöchentlich wechselnden Angebote stehen für euch jederzeit parat. www.meinbowlingshop.de, euer Online-Shop rund um das Thema Bowling. Herzlich willkommen hier auf dem Emax Bowling Kanal, dem YouTube-Kanal in Deutschland, wenn es um das Thema Bowling geht. Bei uns erfahrt ihr Wissenswertes über Bälle, Material und die Bowlingtechnik. Vom Einsteiger zum Profi ist hier alles dabei. Wir berichten euch von Turnieren und Veranstaltungen rund um den Bowlingsport. Auch heute dürfen wir wieder Emax Staffer Zeno auf der Bahn begrüßen. Er stellt euch den Brunswick Attitude Control vor. Gespielt hat er den Ball im Friesland Bowling Heidmühle auf dem 37 Fuß kurzen Ölbild Broadway. Der Attitude Control ist Brunswicks Versuch, den Purple Hammer zu imitieren. Mit der gleichen Pearl-Urethan-Oberfläche ausgestattet, bietet der Attitude Control ein AG von 2.474 und ein Differential von 0.047. Ihr erhaltet also ein niedriges AG und ein deutlich höheres Differential als beim Purple Hammer. Wir erwarten also weniger Länge, dafür mehr Backend. Wie kann das zusammenpassen? Lasst uns gerne einen Kommentar unter dem Video da. Auf der Bahn sehen wir tatsächlich eine geringere Länge, aber dafür nicht ganz so viel Endbewegung im Backend. Was auch Sinn ergibt, da der Ball irgendwo Energie abgeben muss. Hier empfehlen wir direktere Spielwege und einen nicht ganz so großen Winkel zu spielen. Auf kurzen und mittleren Ölmustern, 35 bis 40 Fuß, wird er am sinnvollsten eingesetzt. Zeno mag vor allem die smoothe Backend-Reaktion, die ihm sehr viel Kontrolle verleiht. Allerdings ist er für ihn auf den meisten Ölmustern etwas zu früh in der Ballreaktion und wird nur in eine Nische fallen. Im Vergleich zum Pitch Black von Storm schafft der Attitude Control mehr Weg zurückzulegen. Solltet ihr noch keinen Urethan-Ball besitzen, dann ist der Attitude Control zuverlässig als einziger Ball dieses Typs einsetzbar. Habt ihr bereits einen Purple Hammer, dann ergänzen sich beide Bälle. Zum Anfang würdet ihr mit dem Control loslegen und später auf den Purple wechseln. Das war's dann für heute. Wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat, ihr uns dafür einen Like lasst und unseren Kanal abonniert. Wir hoffen, ihr konntet auch dieses Mal etwas aus dem Video mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, euer Emax-Team.